Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity. Mein Name ist Glabur und wir machen hier weiter und beobachten das hier mal so ein bisschen, ob wir das nicht doch noch vielleicht mal richtig zum Laufen bekommen. Das wäre schon sehr nice, bin ich ganz ehrlich. Wenn es wirklich nicht klappt, dann reiße ich ihn ab. Solange wie ich das auffange, stört es mich jetzt nicht so. Ne? Also, ja, kann man es in dem Sinne auch laufen lassen. So. Ich würde sagen, ja, jetzt haben wir nur noch 500.000. Ist logisch, wir haben gerade ohne Ende Kohle rausgepulvert. Jetzt bin ich aber überlegen, was wir als nächstes bauen. Wir gucken nochmal auf die offenen Arbeitsplätze, weil darauf muss ich ja am meisten reagieren. Hier hätten wir noch 2-3 über und hier hätten wir noch 1.500 und im unteren Bereich, ja, fahren sie nach außerhalb. Also hier fahren 64 und 122 Berufspendler. Wir haben keine Arbeitslosen und wir haben keine offenen Stellen. Also das passt. Also müssten wir für mittlere und hohen. Also bauen wir wieder so einen Koloss. Weil, so wie ich das in Erinnerung habe, sind diese hier nur der mittleren und unteren Schicht. Und diese hier ist für mittlere und obere Einkommensschicht. So. Ne? So machen wir das. Jetzt können wir da hinsetzen. Naja, ist schon gut. Ja, aber wo bauen wir den nächsten hin? Und ich glaube, bevor ich jetzt was mir überlege, sollte ich erstmal überlegen, ob ich nicht vielleicht doch umstrukturiere. Jetzt haben wir zwar hier das Brandenburger Tor, diese Straße könnte man lassen. Wenn ich diese Straße jetzt abreißen würde, das, da kann ich einen drauf kacken. Reiße ich dann... Hier haben wir nur Blocknummer. Blocknummer 372. Alter, mein Block ist die Nummer 372. Ja, wie mega geil. Ich wollte ja ein bisschen umstrukturieren, dass wir hier nicht so viele Kreuzungen haben, sondern vielleicht eine, wo mehrere reinfahren. Weil ganz umstrukturieren werde ich es wohl nicht hinbekommen. Ich habe zum Beispiel überlegt, diese Straße, weil die ja hier schön komplett durchgeht, auf eine Autobahn zu wechseln. Ich würde nur hier... Kann ich nicht die Straße abreißen? Muss ich erst die Schwebebahn abreißen? Ja. Ja, und ihr habt auch gesagt, ich konnte die... Na gut, das werde ich mir gleich angucken. Dass ich diese Straße auf einer Autobahn mache. Ich weiß, das bringt nicht ganz so viel. Und diese Straße bis dahin abreiße. Und hier eine Autobahn runter. Und die wegmache. Dann würden sie sich ja alle hier verteilen. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Aber ich werde es einfach machen. Schwebebahn weg. Das Ding reißen wir erstmal mit ab. Ob ich das jetzt brauche oder ob ich das nicht brauche, das weiß ich noch nicht. Das Ding muss auch weg. So, bis dahin erstmal. Und dann... Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Ja. Und zwar bis da. Okay.
Mal komm. Okay. Hier ist sonst nichts, was richtig Geld kostet. Dann reißen wir das nämlich auch noch ab. Okay. Dann habe ich gesagt, diese Straße ziehen wir runter als Autobahn. Nee. Upsa. Das war jetzt... Das habe ich jetzt hier abgerissen. Okay, nur die... Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass ich pleite gehe. Ich werde die Zeit in der Zeit mal langsam stellen, Leute. Es geht einfach darum, ich habe keinen Bock, dann unbedingt pleite zu gehen. Eigentlich könnte ich... Weißt du was? Weg mit dem Dreck. Das auch weg. So. Was jetzt halt, ich habe vorher nicht nachgedacht. Ich hätte, was diese Dinger hier, die stören mich jetzt nicht so. Aber das Teil, das ist halt übelst teuer gewesen. Das waren 550.000. Die Dinger reiße ich ab. Das riskiere ich jetzt einfach. Diese Straße lassen wir mal. Kleines Feld, Feuerwehrwache, alt. Hier ist auch die Polizeistation, die französische, die kleine. Und die Feuerwehrwache, die kleine. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Aber... Ach, das sollte schon gut gehen. Ich weiß, ich habe vorhin über eine Mille für Jux und Dollerei ausgegeben. Ich weiß. Machen wir auch. So. Ich glaube, diese Kreuze kriegen wir nicht weg. Aber die... Straßenbahn kriegen wir weg. Oder die Schwebebahn. Und diese... Oh, nein. Und das kriegen wir weg. Das kriegen wir weg. Dürfen wir diese hier abreißen? Oder lassen wir diesen reichen... Das ist ja der reiche Viertel. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau, Leute. Lassen wir den. Wartet mal, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann auch weg. Und diese Straße auch weg. So. Jetzt geht's weiter. Hier ist alles weg. Okay, dann können wir das alles abreißen. Sportzentrum weg. Wir brauchen den Dreck. So. Haben wir. Die Straße lassen wir hier. Gut, jetzt könnten wir... Die Grundschule, weiß ich nicht, brauchen wir die unbedingt?
Das ist der Tempel und das ist der andere Tempel. Die Grundschule, weiß ich, aber halt hier das Brandenburger Tor, das werde ich nicht abreißen, auf gar keinen Fall. Donnerwetter, jetzt macht er mal Plus. Ja, das ist die Frage, wie ich da vorgehen werde. Auf jeden Fall ist mein... Da haben wir die Straße kaputt gemacht. Oh ja. Die Straße ist das. So. Da haben wir die Straße erstmal wieder heile. Und mein Plan war es, so dicht wie möglich an dem Gebäude. Das geht nicht. Hier die Autobahn lang zu ziehen. Auf jeden Fall bis da. Ja, ich bin jetzt mal überlegen, reißt man jetzt dieses Viertel hier auch ab oder lässt man das? Weil das ist der Reichenviertel und ja, der wird sowieso nach der Zeit, denke ich mal, auch verschwinden. Warum geht das nicht? Okay. Ja, ich bin jetzt aber gerade überlegen, ob wir nicht beigehen und... Hier die... Hatten wir jetzt einen Bahnhof? Nein, wir hatten keinen Bahnhof gebaut. Hier den Bahnhof noch hinsetzen. So, dann haben wir nämlich schon mal den Bahnhof. Der uns ja auch fehlte. So. Oh. Scheiße. Das liegt jetzt an der blöden Kreuzung. Dann machen wir es so. So ist doch ganz okay. Und dann vielleicht so. Und dann ab hier Autobahn wieder. Ja, oder nicht? Bin jetzt gerade am Überlegen. Ich möchte ja gerne noch ein Megaturm bauen. Also gehe ich bei. Und setzen hier noch den einen Megaturm hin. Könnten natürlich auch da den nächsten gleich ransetzen, aber... Ich bin jetzt gerade überlegen. Den setzen wir daran. So. Hätten wir da den Megaturm. Also müssten wir... Zu dicht. Zu weit weg, finde ich. Ja, so. So. Könnte man...
Das war Bullshit. Ah, ich hätte die Kreuzung. Das ist scheiße, ich will das nicht alles abreißen. Das ist das, was ich nicht will. Ich weiß, ich baue da wieder zu viele Kreuzungen hin, aber ich finde das so angenehmer und sieht besser aus. War das jetzt alles richtig? Wo? Nee. Das hier ist Gewerbegebiet. Upsa. Das sind Wohnungen. Wohnungen. Dann stimmt das auch wieder. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hier soll ja unterer Bereich auf jeden Fall bleiben. Also sollen die sich erstmal hier wieder breit machen. So. Und da. Nur baue ich jetzt hier eine Kreuzung ran oder baue ich jetzt da keine Kreuzung ran? Weil es wird wieder schief und krumm werden. Man könnte das natürlich auch Geht das? Nein, das geht nicht. Hallo, Flugzeug. Ja, muss ich gucken, wie wir das noch machen. Ich hoffe, dass das Prinzip so besser wird. Aber ich glaube doch, dass jetzt dieser Abstand zu groß ist. Klar, für den Megaturm nicht, aber halt für die Apartments, weil ein Apartment geht ja nur diese Größe. Also wäre da in der Mitte Luft. Müsste man eigentlich noch eine in der Mitte durchtrennen. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir gleich angucken. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity. Bis zur nächsten Folge. Euer Gabo. Tschüss.